Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu meinem Channel. Wir kochen heute wieder was Schönes, Leckeres, Gesundes. Und wir kochen einen Schokoladenkuchen hier nur mit zwei Zutaten. Das einzige, was wir für diesen wundervollen Kuchen braucht, ach, der lecker, der ist frisch aus dem Ofen, ist Schokolade, am besten zart-bitter. Ich habe jetzt hier mit 85% genommen, damit der auch schön stabil bleibt und zusammenhängt. Und Eier. Das ist alles. Ich bin eben auf der Suche nach was Einfachem für die Diät, was Gesundem. Der Kuchen zählt nicht ganz dazu. Der hat, das Stück hier hat um die 1000 Kalorien, ist ja auch sehr mächtig und hat um die 40, 50 Gramm Proteine mit genug Kohlenhydraten. Ich glaube 100 Gramm Kohlenhydrate sind da drin, die kommen natürlich von der Schokolade. Natürlich genug Fett von der Schokolade, aber ist natürlich mit viel Proteine was ganz Besonderes. Hat natürlich keinen Zucker, also minimal an Zucker muss man dazu sagen, keinen kann man jetzt nicht sagen. Ein tolles Rezept, ist einfach gemacht. Und wir schauen das Rezept mal zusammen an und ich hoffe, euch gefällt. Wenn es euch gefällt, dann gerne abonniert meinen Channel. Ich werde, wie immer, euch coole einfach Gerichte vorstellen, coole Fitnessvideos. Und ja, also auf geht's zum Kochen. Als allererstes heizen den Ofen auf 170 Grad vor und das bei Ober- und Unterhitze, damit der Kuchen gleich in einen schönen warmen Ofen geschoben werden kann. Als nächstes setzen wir ein etwas größeren Topf mit Wasser auf, setzen auf eine passende Schüssel, wo wir gleich die 150 Gramm Schokolade drin schmelzen werden. Schokolade klein bröseln und in die Schüssel geben und so lange in der Schüssel lassen, bis sie total geschmolzen ist. Immer wieder umrühren, damit die Schokolade schön glänzend und geschmeidig wird. Als nächstes benötigen wir eine rundliche Schüssel, wo wir die vier Eier aufschlagen, dazu alle vier Eier einfach in die Schüssel geben und mit einem Handrührer oder einem Mixer die Eier so lange mixen, schlagen, wie ihr wollt, bis es eine cremige, schaumige Masse gibt. Ich empfehle dazu, eine Maschine zu nehmen, weil mit der Hand und einem Schneebesen ist das kräftezehrend und dauert ewig lange. Nun einfach den Mixstab so lange reinhalten, bis die Masse schön schaumig und dicklich geworden ist. Als das kann man hinter den Finger eintupfen und die am Finger klebende Masse anpusten und wenn die Masse sich ausbreitet mit leichten Wellen, haben wir die richtige Konsistenz erreicht. Als Koch nennt man das zur Rose abziehen. Als nächsten Schritt kippen wir die Schokoladenmasse in die Eimasse. Wichtig ist hier, dass das langsam passiert, dass die Schokolade ein bisschen abgekühlt ist und dass man diese Masse langsam unterzieht, bis es wirklich eine schöne, glatte, cremige Masse ergibt, aber eine feste Konsistenz. Nicht zu stark und nicht zu fest rühren, sonst verliert die Masse ihre Fluffigkeit. Nun legen wir die Masse zur Seite, nehmen die Kuchenform, öffnen diese und bereiten die vor, für die Masse reinzugeben. Dafür, wie ihr hier sehen könnt, öffne ich die Form, lege ein Stück Backpapier rein, schließe die wieder und schneide das überstehende Papier drumherum ab. Als nächstes müssen wir noch den Rand auslegen. Dafür brauchen wir ein Stück Backpapier, was ungefähr 20 cm breit ist und lang genug, um den Innenraum komplett auszuhöhlen. Zusätzlich tun wir den Innenraum noch mit Fett beschmieren, also ich nehme dafür Butter, man kann auch Olivenöl, wie auch immer nehmen, wie man es mag, damit der Kuchen erstmal nicht einreißt und zweitens das Backpapier an der Wand kleben bleibt. Für das Ganze muss man ein bisschen rumschnibbeln, ein bisschen rumflicken, aber es sollte doch machbar sein. Wenn man das geschafft hat, kann man die Masse in die Form einfüllen.
Hier gibt es eigentlich nur wenig zu beachten. Erstmal wirklich die Schüssel leer machen. Zweitens ist, wenn die ganze Masse drin ist, dass man die Form schüttelt und klopft, damit sich die Schokolade gleichmäßig in der Form verteilt und nicht nur in einer Ecke hängt. Dazu einfach die Schüssel in die Hand nehmen und ein bisschen schütteln und ein bisschen klopfen und ein bisschen kippen und koppen, dann hat man das auch easy peasy geschafft. Als nächstes brauchen wir ein tiefes Blech, was wir ungefähr halb voll mit Wasser füllen. Die Kuchenform in die Mitte platzieren, das hat mehrere Gründe, warum wir das machen müssen. Wichtiger Grund ist, man braucht hier nicht pure Hitze, man braucht hier auch Feuchtigkeit für den Kuchen. Und da wir keinen Konvektomat haben, der das erzeugen kann, oder einen Dampfofen, bedienen wir uns dieses kleinen Trickes. Wie gesagt, Kuchenform in die Mitte stellen, dann versuchen das Ganze zum Ofen zu balancieren. Ich versuche das hier mit dem Handy noch in der Hand, also schwappt das ganz gut hin und her. Nun in den Ofen und bei dem vorgeheizten 170 Grad 15 Minuten backen. Danach werden wir die Temperatur nochmal reduzieren und den Kuchen dann guter Letzt im Ofen abkühlen lassen. Nach 15 Minuten haben wir die erste Stufe erreicht, drehen jetzt den Ofen runter auf 120 Grad, stellen den Timer nochmal auf 30 Minuten und lassen ihn nochmal nachbacken. So, wir haben es fast geschafft. Nach 30 Minuten ist das vorbei. Jetzt schalten wir den Ofen aus und lassen den Kuchen nochmal eine Stunde bis 50 Minuten einfach im ausgeschalteten Ofen ziehen. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Können wir den Kuchen mal rausholen und uns den mal näher anschauen. Aufpassen, Blech ist heiß. Schauen wir uns den mal genauer an. Ach, herrlich, der sieht super aus. Tolle Farbe, tolle Konsistenz, riecht Hammer. Nun packen wir das Ganze mal aus hier. Dafür öffnen wir die Seitenklammern, heben das hoch, das Papier weg und schauen sie mal an. Toll, sieht gut aus, schöne Farbe. Wir schneiden ihn auch mal an, um die Konsistenz zu checken. So, ein Stück aus der Mitte mal wegnehmen, also schneidbar toll. Wie eine Schokoladentarte, von der Konsistenz her super, von der Form super, tolle Farbe, Hammer. Toller Kuchen, einfaches Rezept, freut mich. Und ja, genießt den Kuchen, viel Spaß damit. Schreibt in die Comments, wie ihr den findet, wie euch geschmeckt hat. Oder wenn ihr Ideen habt für einfache Rezepte, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Tschüss und tolles Wochenende.